Wichtig ist, und das ist der Anspruch, den ich auch als Patient oder Bürger habe, dass ich nach besten Erkenntnissen behandelt werde. Und das ist auch bei Corona entscheidend und wichtig. Sprich, wir müssen versuchen und wollen versuchen, und das ist das, an dem wir arbeiten, die weltweit gewonnenen Erkenntnisse zu dieser neuen Erkrankung Covid-19 zusammenzufassen und auf dieser Basis bestmöglich, und ich glaube, das ist entscheidend für den einzelnen Patienten oder Bürger, bestmögliche Entscheidungen zu treffen. Und das ist nur möglich, und das ist der Ansatz der evidenzbasierten Medizin, wenn wir tatsächlich auch die Erfahrung, die weltweit vorliegt, nutzen und nicht sozusagen Entscheidungen nur auf der Basis meiner eigenen Einschätzung, Interpretation oder Vorerfahrung treffen. Aus der Vogelperspektive würde ich sagen, ja, wir haben, glaube ich, schon in vielen Bereichen Forschung, nicht in allen, und man kann da sicherlich drüber streiten, wie ich es auch gesagt habe. Das größere Problem, was ich eigentlich sehe, ist, dass die Qualität der Forschung nicht immer so gut ist, wie wir sie eigentlich haben wollten. Also es gibt viele Forschung, die kurzfristig initiiert und angestoßen wurde, aber nicht immer zu validen, also gültigen und informativen Ergebnissen führt. Als Institut für Evidenz in der Medizin sind wir in der glücklichen Position, ein großes Projekt zu koordinieren, welches im Rahmen des Netzwerks Universitätsmedizin gefördert wird. Das ist das CEOSYS-Projekt. Und in diesem Projekt versuchen wir in einem systematischen, ganzheitlichen Ansatz Forschungserkenntnisse zu Covid-19 in der Breite zu sichten, zusammenzuführen, zusammen mit klinischen Kollegen und anderen Fachexperten zu interpretieren. Und dann aber auch in Handlungsempfehlungen umzusetzen, zusammen mit der Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlich-medizinischen Fachgesellschaften, um die dann aber auch in der Versorgung zu implementieren und entsprechend auch den Zielgruppen für die Implementierung zur Verfügung zu stellen. Es ist vollkommen klar, dass man unterscheiden muss zwischen der wissenschaftlichen Evidenz, das ist sozusagen das Kernstück, was wir erarbeiten. Und dann schon der Schritt bis hin zu einer Empfehlung ist ja ein Transferschritt. Es kann sein, Medikament A wirkt ganz gut und Medikament B wirkt ganz gut und unterschiedliche Leute in einem unterschiedlichen Kontext leiten daraus auch angemessen unterschiedliche Empfehlungen ab. Anderes gutes Beispiel sind wahrscheinlich auch die Impfungen und die jetzige Situation mit AstraZeneca-Impfstoff. Und was die Politik dann im Sinne der Implementierung und Priorisierung in den Impfzentren daraus macht, ist nochmal ein dritter bzw. sogar vierter Schritt, weil wir erst dann das Bundesministerium haben und dann auch noch die Landesregierung, die das dann ja in der Umsetzung begleiten müssen. Und das Gleiche gilt letztendlich für die Schulen. Im Prinzip ist ja relativ unklar gewesen, wie wir damit umgehen, dass die Schulen zu sind und unter welchen Maßnahmen die Schulen wieder geöffnet werden können und welche hygienischen Konzepte dort sinnvoll sind. Und das ist als Problem und Fragestellung innerhalb von CEOSYS erkannt und priorisiert worden. Entsprechend wurden dann von Arbeitsgruppen innerhalb unseres Netzwerkes alle internationalen Studien zu Abstand halten, Masken tragen, bis hin zu Quarantäne in Schulen und Lüften untersucht, also die Studien identifiziert, kritisch bewertet, in ihrer Gültigkeit, Vertrauenswürdigkeit der Ergebnisse, das zusammengefasst und dann auch entsprechend publiziert. Dann ist es weitergegangen, indem diese Ergebnisse durch eine große Gruppe von Vertretern verschiedener Organisationen, Elternvertreter, Schülervertreter, Fachvertreter aus den Fachgesellschaften diskutiert wurden und dann im Prinzip ein mehrseitiges Empfehlungsdokument erstellt wurde, wie sich Schulen oder Schulsysteme verhalten können, wenn jetzt die Schulen wieder geöffnet werden. Das ist in der Tat und sicherlich eine große Herausforderung, weil es einfach auch zu Recht natürlich unterschiedliche Interessen, Präferenzen gibt in der Gesellschaft, und das ist sicherlich auch gut so. Ich glaube, was es braucht, und das ist jetzt eine persönliche Einschätzung, ist ein Austausch und auch ein respektvoller Austausch, der, glaube ich, nicht immer in aller Vollständigkeit dann gegeben ist. Leute müssen sich zuhören, müssen versuchen, die Positionen des Gegenübers oder des Partners in den Diskussionen zu verstehen und dann gemeinsam, im Zweifel auch unter Moderation, und das ist der Mechanismus, den ich schon angesprochen hatte für unsere Leitlinienempfehlung, weil da auch verschiedene Interessensvertreter dann eingebunden sind, eine gemeinsame Position zu formulieren, die einen guten Ausgleich aller Interessen schafft. Das ist sehr herausfordernd, aber für die Leitlinien gibt es da viel Erfahrung auf Seiten der AWMF.
Und da funktioniert das auch ganz gut. Da gibt es aber auch ein klares Regelwerk, wie dann ein solcher Konsens hergestellt wird, was die Empfehlungen angeht. Aber das ist natürlich im Zweifel immer noch deutlich leichter als ein gesellschaftlicher Konsens, wo auch noch viel mehr Beteiligte eine Rolle spielen.